Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Metzger. Der Podcast, bei dem wir Kampagnen, Websites, Instagram-Accounts, TikTok-Accounts, was auch immer, alles filetieren und auf den Prüfstand stellen. Warum können wir das? Gute Frage, warum können wir das? Wer bist du? Ja, wir wissen gar nicht, was wir können. Nein, mein Name ist Dominik und ich bin Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur Zoda Media und bin im Online-Marketing seit über 10 Jahren tätig. Cool. Ich bin Pascal, Geschäftsführer der Zoda Picture, einer Video- und Fotoproduktionsfirma. So, und kurz einmal vorab, das Ganze hier soll Spaß machen, man soll ein bisschen was lernen. Und auch wenn wir die Sachen natürlich auseinandernehmen und analysieren, ist es immer mit viel Herz. Das heißt nicht, dass der Service schlecht ist oder irgendwas, das noch schlechte Unternehmen sind, sondern es geht wirklich einfach nur darum, dass wir das Marketing beleuchten. Also soll sich bitte keiner angegriffen fühlen. Und es geht halt wirklich nur darum, hier was zu lernen. Genau, ganz wichtig. So. Wollen wir starten? Lass uns loslegen. Cool. Was haben wir denn heute auf dem Menü des Tages? Und zwar haben wir das erste Mal einen Vergleich. Sehr cool, da freue ich mich schon besonders drauf. Bevor wir loslegen, bevor ich das jetzt reveale, habe ich mal eine Frage an dich. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel draußen, sagen wir mal, es wurde ein Baum gefällt, oder du hast vielleicht einen Baum gefällt, hast vielleicht irgendwie eine große Hecke entfernt, und da bleibt jetzt die Wurzel stumpf, also da kennst du ja, der Baum stumpf, ja. der bleibt da jetzt im Boden. Wie würdest du danach suchen, wenn du jetzt professionelle Hilfe brauchst, den entfernen zu lassen? Ich würde auf Google gehen. Ja. Und eingeben, Wurzel entfernen. Wurzel? Oder Baumwurzel entfernen. Baumwurzel entfernen. So, das wäre dein Keyword? Ja, Baumwurzel? Das wäre mein Keyword. Wahrscheinlich noch Baumwurzel entfernen in, wo ich halt gerade wohne. Also, ja, genau. Baumwurzel entfernen, Köln. Ja, genau. Also es ist ein lokaler Suchbegriff, weil wir uns ja Anbieter in deiner Region halt haben. Ja, würde ich auch sagen. Also ich würde auch so Baumstumpf entfernen, Wurzelentfernung oder sowas. Genau. Warum wolltest du noch da was tun? Ja, genau. Die Anbieter, die ich heute rausgesucht habe, und viele Anbieter machen es nicht. Okay. Wir sind diese Woche im Garten- und Landschaftsbau unterwegs. Ich habe uns zwei Webseiten rausgesucht aus dem Garten- und Landschaftsbau, die wir uns beide mal anschauen werden. Und man merkt dann einfach, das sind Fachmänner und Fachfrauen, aber die sind halt eher so in ihrer Branche unterwegs, in ihrem Jargon und sind dann nicht eher so user-zentriert unterwegs. So, also dann lass uns mal loslegen. Mit dem Vergleich. Wir haben hier Baumfällungen Schäfer, ein Betrieb aus Kerpen und ich zeige auch direkt den anderen, also für diejenigen, die wir mitschauen wollen, baumfällungen-schäfer.de und die andere Webseite ist baumpflege-fey.de. Das sind die beiden Seiten, die wir heute einmal gegenüberstellen wollen. Und ich würde wieder sagen, Pascal, magst du einmal deinen ersten Eindruck wieder beschreiben? Also wir fangen wieder an. Sehr gerne. Genau. Lass uns doch mit dem Baumfällung Schäfer anfangen. Schade, aber okay. Also hier ist nicht ganz so schön geworden. Aber gut, also wir haben ganz oben haben wir erstmal einen grünen Störer. Grün ist wahrscheinlich die Farbe von der Firma. Da steht in ziemlich klein die Adresse und Telefonnummer dran. Ja, bin ich jetzt nicht so der Fan von, direkt am Anfang so einen Störer zu machen. Aber gut, vielleicht hätte man aber hier auch noch so Öffnungszeiten reinbringen können, wenn man das schon macht. Dann kommen wir weiter zum Logo links. Und dann haben wir rechts die Menüleiste, die Navigationsleiste. Hier auch mit Feedback, das finde ich ganz gut. Und dann haben wir einen Header mit verschiedenen Bildern. Und die sind, die laufen relativ schnell und zügig durch, wie ich finde. Die laufen tatsächlich sehr schnell durch. Das ist ein bisschen störend. Ich bin auch kein großer Freund mehr von
ja, wenn sich das bewegt. Nee. Ja. Ich finde, man sollte mit einem Bild ganz klar beschreiben, okay, wofür stehen wir. Genau, macht die Seiten auch häufig schwerfällig. Ja. Was ich gut finde, ist, dass der Kontaktbutton oben wirklich hervorgehoben ist, auch nochmal in der Kontrastfarbe. In einer komplett anderen Farbe. Genau, also der springt einem direkt ins Auge, das finde ich sehr gut. Das gefällt mir gut. Wir haben dann rechts kleine Störer mit Stellenangebot und links mit den Social Media Seiten. Das finde ich eigentlich soweit ganz gut. Was mir auch gut gefällt, ist direkt unter dem Slider ist die ist eine Vorteilskommunikation. Mhm. Also wir sehen hier, okay, wir haben hier schnell, kompetent und flexibel. Auch gute Icons benutzt, also so, das kann man schon sagen. Finde ich gut. Also das gefällt mir tatsächlich sehr gut, was hier gemacht wird. So. Aber jetzt müssen wir mal ganz kurz zu den Bildern. Also schön, dass sie keine Stockbilder benutzt haben, das schon, aber man sieht jetzt hier gerade, also sehr ansprechend sind die Bilder jetzt nicht. Mhm. Ja. Aber man sieht hier Notdienst, also die Bilder passen zum Text, das schon. Das finde ich auch gut, ne? Die Bilder passen tatsächlich zum Text. Das hatten wir auch nicht immer, aber. Ja, da also, könnte man nochmal ein bisschen hochwertiger. Also die Bilder wirken sehr echt, ja, aber nicht hochwertig. Aber mit, weiß ich nicht, ganz schnell in einer Sekunde gemacht und nicht wirklich viel Mühe. Aber immerhin eigene Bilder, da bin ich immer ein Fan von. Ja, absolut. Hauptsache keine Stock. Genau. Genau. Okay, wir machen mal weiter. Danach kommt ein... Großes Herzlich Willkommen. Wobei, so groß nicht, aber es kommt ein Herzlich Willkommen. Dann kommt erstmal ein Abstandshalter. Und dann kommt ganz klein bei Baumfällungen Schäfer, Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für Baumarbeiten, Punkt, Punkt, Punkt. Genau, also relativ wenig Text und Inhalt. Finde ich jetzt nicht unbedingt schlecht. Nee, aber... Ja, ist ein bisschen wenig vielleicht, ne? Jetzt gerade so für den Start. Aber okay, wir wissen, worum es geht. Es geht um Baumarbeiten. So, dann geht es direkt weiter. Da haben wir hier vier... Ja, Kategorien, vier Leistungen. Ja. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, hier auf alle Leistungen zu klicken. Das ist ein Textlink, ein sehr kleiner Textlink. Also der sticht nicht hervor, so wie der Kontaktbutton zum Beispiel. Und wenn ich da drauf gehe, würde ich auch weggeführt werden. Also hier klappt nichts auf oder so, sondern man landet dann direkt auf der Leistungsseite. Okay. Ich mache mal weiter, ich scroll mal ein bisschen weiter. Da haben wir den Parallax-Effekt. Genau. Ja, also den hat man halt so vor, lass mich nicht lügen, 6 bis 7 Jahren. Da war das so en vogue, dass man den genutzt hat. Aber, kann man machen, muss man aber nicht mehr. Aber selbst zu dem Zeitpunkt hier wirklich mit so einem dünnen Spalt zu arbeiten, wo man halt kaum was vom Bild sieht und es wird auch kein Mehrwert enthüllt, das wirkt heutzutage weder modern noch ansprechend. Dann aber haben wir hier links ein Video. Okay. Videos finde ich immer sehr schön. Absolut. Und dann kurzen Text. Ja, das Video habe ich mir jetzt tatsächlich noch gar nicht angesehen. Huch. Okay, ein paar Bilder, so sieht's aus. Ja, doch. Hier Show, ein paar Videos mit drin. Ja, auch jetzt nichts Hochprofessionelles, aber trotzdem finde ich es schön. Es gibt einen ersten Eindruck. Genau, finde ich zu sehen, wie die arbeiten, das finde ich immer cool. Was mich ein bisschen stört, ist halt so dieser konstante Wechsel aus Hochkant und Weitwinkel. Ja. Das ist ein bisschen störend. Aber dann geht's weiter. Rechts daneben haben wir über uns Text. Der ist klein, hier Inhaber geführt, 2015 gegründet. War ich ja mit meinen 6, 7 Jahren nicht schlecht. Wahrscheinlich wurde 2015 die Webseite gemacht und danach nicht mehr angefasst. Ja, aber das passt aus meiner Sicht soweit. Ich kann hier auch weiterlesen und komme dann wahrscheinlich auf genau die Über-uns-Seite. Und mir fehlen so ein bisschen dass der Text gehighlightet wird, dass man sieht so, zack, 2015, zack. Ja, das stimmt. Also es gibt halt hier keinerlei Textgestaltung. Genau. Da können wir später auch nochmal näher drauf eingehen. Da habe ich ein bisschen was mitgebracht. Oh. Ja, dann haben wir hier ein paar Referenzen, ein paar Bilder von deren Arbeiten. Und das finde ich auch eigentlich schön. Galerie hätte man ein bisschen ansprechender gestalten können, aber gut. Ja. Man sieht's. Man sieht die Arbeiten. Die arbeiten das gut. Das Ding ist, was halt jetzt hier nicht ein- oder deutlich wird, ist, ob die auch zum Beispiel für Firmen arbeiten. Ne? Ja. Also man sieht halt hier lediglich Bilder. Man sieht jetzt aber nicht, ob die irgendwie zum Beispiel für die Stadt tätig sind oder ob die für Firmen das auch machen.
Wenn man draufklickt, auch keine Beschreibung. Nee, keine Beschreibung. Galerie 37. Ja. Gut. Okay, danach kommt dann ein Footer und ein, also ein Subfooter und ein Footer. In dem Subfooter haben wir die Öffnungszeiten drin. Endlich mal. Ich glaube, wir hatten noch bei keiner Webseite bisher die Öffnungszeiten nicht. Drauf. Endlich haben wir die Öffnungszeiten. Das ist tatsächlich sehr gut. Und wir haben hier auch den Notdienst direkt verlinkt. Sehr gut, aber das hätte ich markiert in Rot oder in was weiß ich, so zack. Ja, der Link steht nicht im Vordergrund. Man sieht gar nicht, dass man da draufklicken kann. Ja, daneben haben wir dann Schlagwörter. Ja, und die erschlagen mich tatsächlich. Ja, genau. Ne? Also hier gibt es Schlagwörter, die dem normalen User keinerlei bringt nichts. Hilfe bieten. Nee. Denn also, du kannst ja auch nicht draufklicken oder so, wenn ich jetzt wenigstens draufklicken könnte. Nee, aber das hat man eiskalt für aus SEO-Gründen und ich sag mal, selbst 2015 war das schon aus SEO-Gründen schlecht. Also das ist wirklich sehr oldschool, dass man hier einfach so Schlagwörter reinbringt. Gut, dann machen wir mal weiter. Dann kommt die Anschrift. Das passt soweit. Telefonnummer klickbar, E-Mail klickbar. Passt. Das ist soweit okay. Ganz unten haben wir dann nochmal einen Subfooter mit Kontaktdatenschutz in dem Impressum. Passt soweit. Passt. Ja. Erster Eindruck, was würdest du sagen, Fazit? Naja, so lala. Ja, ist jetzt nicht ganz oldschool, ist aber auch heutzutage nicht mehr, würde man nicht mehr als modern ansehen. Ja. Ich finde es gut, dass wir eine Vorteilskommunikation haben. Mhm. Ich finde es gut, dass da eigene Bilder draus sind. Ja, komplett eigene Bilder. Es wirkt alles sehr echt. Ja. Es wirkt freundlich, aber veraltet. Ja, so könnte man es echt gut beschreiben. Perfekt. Dann würde ich sagen, an der Stelle wechseln wir rüber zur gerne Baumpflege-Fay. So, bam. Bam. Also auch hier, ne? Was sehen wir? Vielleicht gehen wir mal erstmal kurz in die Beschreibung. Wir sehen ein sehr, sehr großes Video, das würde sagen, locker 90% vom Bildschirm einnimmt. Ja. In der Mitte sehen wir das Logo, das sehr modern wird. Was ich auch sehr schön finde. Ja. Hey, Baum. Sehr schön aus. Sehr, sehr schön aus. Sehr gut gestaltetes Logo. Schriftart clean, gerade Kanten, modern. Und das Video perfekt. Jemand, eine Hand, die einen Baum streichelt. Absolut. Was könnte besser zu Baumpflege passen? Also, finde ich auch, trifft auch mehr so den Kern der Zeit. Ne? Ja. Ich meine, auch wenn Gärtner natürlich tote Baumbestände entfernen müssen, ist es ja wichtig, dass gute Baumbestände zum Beispiel erhalten bleiben. Genau. Ne? Also und hier, also mit dem Namen Baumpflege, mit dem Logo, diesem Intro-Video, ich finde das hervorragend. Also mega. Das wirkt sehr super sympathisch, auch die Hand so, man kriegt direkt ein warmes Gefühl, also sehr sympathisch. Ja, sehr hammer. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist, dass wir jetzt das Logo und die Navigation unter dem Video haben und nicht, wie man es gewohnt ist, darüber. Das wirkt tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Aber auch hier, das Logo ist auch hier auf der linken Seite sehr schön. Dann haben wir die Navigation, die ist sehr clean. Gibt mir auch Feedback, wenn ich da drüber scrolle. Das ist schön. Die Schriftart gefällt mir sehr gut. Also sehr schöne Schriftart. Ja, genau. Schriftart würde ich beschreiben als dünne Linien, aber sehr crispy, sehr fein. Gefällt mir gut. Geht so ein bisschen in die Richtung von Helvetica, aber Schriftart habe ich jetzt nicht gecheckt. Gut, ich scroll mal weiter. Die Navigation ist sticky, bleibt dann oben. Das finde ich cool. Ja. So, und dann haben wir ein Intro. Da ist nochmal der Name der Firma da. Und dann geht es weiter mit zwischen Mensch und Baum seit über 10 Jahren nachhaltig und effizient. Also auch hier nochmal mit Textgestaltung. Ich finde, die haben sich auch sehr viel Mühe gegeben beim Text, wenn man hier sieht, Bäume können ohne Menschen, Menschen aber nicht ohne Bäume leben. Und also man hat sich wirklich sehr viel Mühe beim Text gegeben. Absolut. Und was mir halt gut gefällt, ist, dass man hier auch Wert darauf gelegt hat, dass dieser Text... Ach, cool. Ne, also ja, wenn ich hier was markiere, ist das auch grün, das ist clever gemacht. Mir gefällt es, dass hier das Highlight in grün nochmal hervorgehoben wird. Und auch so vom Aufbau her. Also das ist sehr einheitlich alles, ja. Ja, genau. Sehr sortiert. Gefällt mir gut. Wir haben hier ein kleines Icon, was auch zum Thema passt. Und dann haben wir, ja, auch hier kann man in die wichtigsten Leistungen direkt einsteigen. Mit einer kleinen Animation. Baumpflege. Also sehr schönes Feedback. Absolut. Also sieht gut aus. Genau. Magst du weitermachen, was wir dann sehen? Gerne. Jetzt haben wir ein bisschen Text. Das finde ich persönlich ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen zu klein hier, würde ich sagen. Oder
Vielleicht ist es auch zu viel Text. Ich weiß gerade gar nicht, was mich hieran stört, aber irgendwas stört mich hier. Ja, ich glaube, das Problem ist, dass wir relativ viel Text haben, der aber zentriert ist. Das kann sein. Also so zentrierter Text, wenn es zu viel Text wird, wirkt zentrierter Text immer unübersichtlich. Mhm. Den hätte ich tatsächlich anders angeordnet. Und es fehlen so ein bisschen Zwischenüberschriften. Genau, stimmt. Danach haben wir ein Jetzt-Kontaktieren-Feld. Auch hier wieder schönes Feedback mit einem grünen Overlay. Und, ach guck mal, auch so ein Effekt. Ja, auch hier haben wir wieder so einen Parallax-Effekt. Ja, muss man nicht unbedingt machen. Ist hier vielleicht vom Bildausschnitt ein bisschen besser gelöst. Auch weil danach ein Video kommt, das so ein bisschen da hineinragt. Und weil du halt direkt wirklich siehst, okay, worum es geht. Bei dem anderen hat es irgendwie so weit oben angefangen, dass man gar nicht gesehen hat, was ist das jetzt überhaupt? Stimmt, das fängt bei dem Grün an. Genau. Hier ist es schon ein bisschen besser. Ob das stimmt. Aber trotzdem muss es nicht sein. Muss nicht sein. Dann habe ich hier links ein Video, was auch ein bisschen in diesen Effekt reingeht. Das passt irgendwie jetzt designtechnisch nicht mehr so zu dem Clean von hier oben. Es wirkt ein bisschen unruhiger jetzt. Das stimmt, aber ich finde es tatsächlich, es ist okay. Also es gibt jetzt, ich finde es okay. Ja. Ich mag, dass hier noch so ein bisschen Text gesetzt worden ist. Ja, das ist gut, ja. Dann haben wir hier auf der linken Seite viel Text, Fachwissen, Erfahrung und die Wahl der richtigen Technik. Ja, auch wieder sehr viel Text. Aber gut. Ja, und vor allem besteht dieser Text halt, glaube ich, auch aus den ganzen Zertifikaten und ja gut, okay, stimmt. Das hätte man vielleicht anders lösen können. Eine Liste oder Icons, was auch immer. Ja, ganz genau. Also das ist eigentlich eine Liste, die in ganz normalen Textparagraphen eingebaut worden ist. Das ist ein bisschen schade. Genau. Dann haben wir hier rechts nochmal ein Bild mit verschiedenen Icons. Ich denke mal, wahrscheinlich sind das, meinst du, das sind die Zertifikate? Ja, bestimmt. Ah. Genau, also die verschiedenen Verbände, die Vereine, in denen man tätig ist, genau. Das wirkt auf jeden Fall, wirkt es gut. Ja. Wirkt vertrauensbildend. Das auf jeden Fall, ja, finde ich auch. Dann sehen wir hier in diesem Parallax-Effekt das Team. Hier ist er gut genutzt. Also hier ist er das erste Mal tatsächlich sinnvoller genutzt. Ja. Ne? Dass man hier dieses Team sieht. Genau, und dann haben wir noch ein bisschen Text. Finde ich immer wichtig. Ich finde immer auf allen Seiten, die Dienstleistung anbieten sollte, das Team zu sehen. Absolut, weil es sind am Ende die Menschen, mit denen man da zusammenarbeitet. Genau. Ja, ein bisschen unschön gelöst ist natürlich, dass dann der Text, der auf dem Parallax-Effekt ist, natürlich über die Gesichter hier drüber wandert. Gut, das sind kleine Schönheitskorrekturen. Aber der Text lässt sich auch dann dadurch natürlich sehr unruhig lesen. Ja. Also am Anfang ist ein bisschen besser zu lesen, aber du scrollst ja bis hier meistens hin, genau, dass du das in der Mitte hast und dann ist es wieder schlecht zu lesen. Das ist richtig. So, danach kommt nochmal eine Zwischenüberschrift, sehr gut, mit ein bisschen Text. Auch hier hat man sich wieder für die zentrierte Variante entschieden. Hier finde ich es aber okay. Hier finde ich es ist halt zwei Zeilen. Das ist okay. Das ist wirklich. Auch wenn ich das bei hier auf die nächste Zeile gesetzt hätte. Aber gut, Schönheitsfehler. So, und danach haben wir noch mal ein paar Bilder, wo es dann um Kettensägen, Stangensäge, Aufstieg. Also es geht einfach hier noch mal um Leistungen. Es folgt ein bisschen Text. Oh, Text wird hier eingeblendet. Oh. Ja, das kann man machen, hat mich jetzt aber an der Stelle ein bisschen überrascht, weil ich gar nicht weiß, ob das vorher der Fall ist. Laden die Seite nochmal neu. So. Ah ja, okay, die Bilder werden auch eingeblendet. Ja, wird alles Genau. So, und dann haben wir den Footer. Was sagst du denn dazu? Was siehst du denn da? Wir haben erstmal als Hintergrund haben wir ein Bild, das ist ein Baum oder Bäume, ein Wald, je nachdem. Dann haben wir zwei Kästen. Wir haben links einmal das Kontaktieren Sie uns Feld mit, wir freuen uns auf Ihre Nachricht, mit Uhrzeiten, wann die geöffnet haben, sehr gut. Hey. Mit der Telefonnummer, mit, dass wir in Notfällen auch dabei sind, Adresse, Name, alles da. Und rechts haben wir Google Maps. Also wo sitzen die? Eigentlich schön gelöst, finde ich. Nur das Hintergrundbild hätte ich wahrscheinlich Das Hintergrundbild genommen. Ist sehr unruhig. Ja. Also sehr unruhig. Ich weiß auch nicht, ob man hier ein Hintergrundbild braucht.
Und ja, nicht. Dadurch, dass hier so ein, also eine Halbtransparenz bei dem linken Kasten ist, ist ein bisschen schwer zu lesen. Ist sehr schwer zu lesen. Und das gerade bei Kontaktieren Sie uns und Uhrzeiten, also bei dem, worum es eigentlich geht. Ah, aber es ist anklickbar. Ja, das aber heißt, auch nicht überall, ne? Oder? Ja, doch, Telefonnummer, Handynummer. Auch? Ah ja, oben auch. Okay, sehr gut. Dann habe ich nichts gesagt. Ah. Und, aber nochmal, wir sehen die Telefonnummer. Das allererste Mal, das ist das allererste Mal, dass ich halt hier kontaktieren kann. Und dann ist es halt wirklich versteckt. Ja. Also das muss man designtechnisch einfach ein bisschen besser lösen. Obwohl die Seite sonst designtechnisch wirklich schön ist. Ja, wobei ich sagen muss, ich finde, sie fängt super an. Mhm. Und lässt doch ein bisschen nach. Okay. Was wäre dein Fazit jetzt? Also vom ersten Eindruck her, von der Seite? Schön, clean, minimalistisch. Eigentlich alles relativ gut lesbar. Mir gefällt's. Super. Mir gefällt's. Okay. Dann kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Yes. Du kennst es, deine Lieblingsrubrik. Yes. Die Geschmacksprobe. Wie immer habe ich ein paar Aufgaben rausgesucht, die ich dir stellen möchte. Und wir haben diesmal nur zwei Aufgaben, aber du musst sie auch auf zwei Seiten lösen. Okay. Ja, also haben wir eigentlich sogar mehr. Folgende Situation. Ja. Du hast einen Baum im Garten. Okay. Und der hat aber scheinbar tote Äste. So, jetzt ist es so, die stellen natürlich eine Gefahr dar und diese Äste müssen entfernt werden. Ja. Machen das unsere beiden Websites-Anbieter? Und als Frage, nehmen die das Totholz dann auch mit? Okay. Also wird das auch abtransportiert? Ist das in der Leistung enthalten? Gute Frage, ja. Gut, womit fange ich denn an? Wenn wir da schon mal drauf sind, dann fange ich doch direkt da an. Also, das wäre Baumpflege-Fay. Genau, Äste. So, dann wo gucke ich? Baumpflege, Baumfällung, Baumkontrolle, Wurzelfräsen. Jetzt bin ich nicht so mega in dem Thema. Mhm. Natürlich, aber wärst du wahrscheinlich auch nicht, wenn du jetzt irgendwie ein Grundstück gekauft hast oder irgendwo. Ja, ich würde Baumpflege machen. Nee, wobei, nee, Baumpflege kann nicht sein. Nee, würde ich nicht machen. Sorry, nochmal zurück. Kommando zurück. Ich würde... Ich weiß es nicht, was würde ich denn machen? Wo würde ich denn gucken? Also man merkt halt jetzt schon, dass du so ein bisschen lost bist. Ja. Weil es die konkrete Leistung, wenn ich jetzt sage Baumkronen... Schäden ja, oder Totholz entfernen. Aber ich gehe jetzt trotzdem, jetzt gehe ich einfach mal auf Baumpflege. Okay. So, mal gucken, was da passiert. Okay. Da. Seite lädt leider ein bisschen langsamer, genau. So, Königsdisziplin, Baumpflege. So, jetzt interessiert mich ja nur, ob, ja gut, das habe ich mir schon gedacht, dass es hier halt um die Baumpflege geht. Kroneinkürzung, Eichen, Heckenrückschnitt. Ja, ein Stückchen hoch vielleicht. Ist jetzt gerade sehr schnell drüber gegangen. Ja, ich will es aber auch mal direkt wissen. Mhm. Okay. Tja, jetzt bin ich ein bisschen sehr lost. Okay, aber grundsätzlich... Wärst du ja hier an der Stelle... Bin ich schon richtig? Wärst du schon richtig, oh, tatsächlich. Okay. Ja, ne? Also dann habe ich sie übersehen. Bodensicherung. Okay. Ja, das ist ja die Baumkrone. Ja. Das ist ja tatsächlich das, was die... Ja, dann wahrscheinlich Totholzentfernung. Genau. Aha. Ach so, okay. Das ist, öffnet nur ein Bild. Ja, aber du siehst halt sowas Wichtiges wie Totholzentfernung oder... Also auch hier von der Gestaltung her wird nicht genau klar... Was alles dazugehört, ne? Und ich denke mal, die meisten haben ja keine Ahnung und wollen jetzt einfach. Gut. Ja, also über diese Kronensicherung, also Kronensicherungsschnitt, Kroneneinkürzung, das sind natürlich Fachbegriffe. Ja, aber darüber könnte man, ne, Krone, Baumkrone, könnte man natürlich jetzt da hinkommen. Hier steht es ja auch, glaube ich, drin, dass man halt Bruchsicherheit, Kronensicherungsschnitt, und so weiter.
Aber es fehlt halt tatsächlich irgendwie eine Liste ja, genau. mit genauen Problemfällen. Mhm. So, dann könnt ihr uns anrufen. Ja. Ne? Ihr habt kaputten Baum und da braucht man so ein bisschen nicht die Sprache des Experten, da braucht man die Sprache des einfachen Bürgers. Ja. ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, Premiere, das erste Mal, dass eine Aufgabe nicht bestanden ist. Ja, du hast es nicht direkt gefunden. Na gut, ich habe es ja nur mit deiner Hilfe gefunden. Ja, aber jetzt wäre ja die nächste Frage, nehmen die denn auch tatsächlich das Totholz mit? Was Totholz also, mit? Du hast ja jetzt schon herausgefunden, hey, genau, die machen das. Die machen Totholz, Totholzentfernung. Ja, wo gucke ich denn dann? Vielleicht Baumfällung? Oder bin ich schon wieder richtig und ich übersehe es wieder? Also so richtig finde ich nichts. Ja, tatsächlich. Ich könnte also, ja bei Baumfällung mal gucken, vielleicht steht da ja irgendwie ein bisschen was, weil ich denke mal, wenn die einen Baum fällen, nehmen die den schon mit, hoffe ich zumindest. Ja, finde das doch mal gerne heraus. Okay, ich gehe mal ein bisschen langsamer. Also hier, am Anfang wurde sehr viel mit Highlight, also auf der Startseite wurde sehr viel mit Highlight gearbeitet. Das hat man gar nicht mehr. Jetzt kommt halt sehr viel Text einfach. Ja, ne? Aber es ist linksbündig. Ja, das ist. Naja. Zumindest hier. Ja, ja. Aber es ist trotzdem schwer zu lesen. Also ich habe jetzt nicht die Informationen, die ich jetzt direkt brauche. Absolut. Schade, es ist eine schöne Website, aber eine... Leider etwas unübersichtlich. Ja. Also man kommt nicht so richtig schnell zu der Erkenntnis, die man eigentlich braucht. Genau. Ich erlöse dich, bevor du... bevor die Folge schon wieder vorbei ist. Genau, bevor du jetzt 40 Minuten damit verbringst, den Text durchzulesen. Also, sie nehmen es tatsächlich mit. Sehr gut. Und zwar steht das... Doch, da steht's. Also, genau. Also, ja. Hier ist die Beseitigung des Schnittguts. Sehr gut. Ja, also es steht drin, aber es ist natürlich... Es ist auch, also es ist bei so viel Text... Es fehlt halt komplett irgendwie so eine Vorteilskommunikation. Also ich denke mal, die haben wahrscheinlich viele Anfragen von wegen, nehmt ihr das Holz auch mit? Das werden alles Fragen sein, die zu klären sind. Ja. Apropos, FAQs wären ja vielleicht auch eine Möglichkeit, um das zu lösen. Genau, man könnte FAQs machen, man könnte eine Vorteilskommunikation, einfach eine Liste mit, das sind unsere Vorteile, das sind unsere Leistungen, das bieten wir mit an. Das ist immer mit drin, zum Beispiel, es ist immer mit drin, die Anfahrt, es ist immer mit drin, dass wir das Totholz mit entfernen, es ist immer mit drin, dass wir aufräumen und so weiter und so fort. Schade, ey. Sehr schöne Seite, aber... Ja, da fehlt leider nichts perfekt. So. Genau, wenn du jetzt einen Kontakt stellen würdest, oder wenn du, wie würdest du das machen? Wie würdest du die jetzt die Anfrage stellen bei denen? Dann würde ich einfach hier in die Navigation auf Kontakt gehen. Ja, und dann würde ich einfach hier... Das ist schön gelöst, ne? Also man hat hier die Möglichkeit. Du hast hier direkt alles, ne? Du hast E-Mail, du hast Handy, du hast Telefon, du hast Kontaktformular, du hast... Du hast natürlich auch wieder den... Aber es ist wenigstens unter dem Kontaktfeld. Genau, den obligatorischen Google Maps Widget. Oh, ich kann es nicht mehr sehen. Aber auch hier wird viel, viel Potenzial verschenkt, weil hier steht jetzt nur Kontakt und die Kontaktmöglichkeiten. Mhm. Welche Vorteile ich habe, die zu kontaktieren. Hier nochmal die Uhrzeiten aufzuführen. Ja, das stimmt. Wer ist mein Ansprechpartner? Wer geht am anderen Ende ran? Gibt es einen Notdienst? Anscheinend gibt es ja einen, aber es wird auch nicht unterschieden, wann ich welche Telefonnummer anrufe. Genau. Also hier ist einfach so ein bisschen, wird ein bisschen Potenzial verschenkt. Und was ich auch immer ganz schön finde, wenn, weiß ich nicht, ein kurzer Disclaimer, wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen, das mag ich. Genau. Haben wir hier leider nicht. Gut, aber versuch doch mal, das Problem bei Baumfällung Schäfer zu lösen. Sehr gerne. Auch hier nochmal, du hast Totholz in deinem Baum und möchtest das entfernen lassen in der Baumkrone. Dann, wir hatten ja eben schon die ganzen Kategorien gesehen und dass hier einen ganz kleinen Button gibt mit alle Leistungen anzeigen. Mhm. So, und dann gucken wir mal. Totholz. Okay. Auch nicht. Nee, aber du warst auch schon nicht so schlecht.
Weil das Totholz ist ja in der Baumkrone. Also Kronensicherung. Genau. Na, also hier ist halt das Wort Kronensicherung schon mal auf. Okay, guck mal, hier hat man sogar direkt ein Kontaktformular. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, können wir gleich. Aber hier ist ein bisschen wenig Text und trotzdem schwer zu lesen. Aber gut. Also es wird tatsächlich, nachdem du draufgeklickt hast, eigentlich überhaupt nicht mehr klar. Also du wirst ein bisschen im Stich gelassen. Ja. Ne? Du hast die Möglichkeit, ein Kontaktformular bei Fragen, das schreiben die auch. Bei Fragen melden sie sich doch einfach. Ja, aber also mach du die Arbeit. Genau, man möchte ja jetzt irgendwie schon so ein bisschen. Also ich stehe gar nichts. Um ganz ehrlich zu sein. Du hast keinerlei Information. Das ist eigentlich fast nur eine Definition. Also es gibt keinerlei Informationen darüber, warum du da jetzt anrufen solltest, ob die dir helfen, ob es bestimmte Bäume gibt, ob die einen Kran haben. Wie lange muss ich auf einen Termin warten und. Wie hoch der Baum sein darf und so weiter. In welchem Umkreis, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht in Kerpen wohne, sondern vielleicht in Köln, kommen die trotzdem? Genau. Weiß ich alles nicht. Gut. Aber immerhin direkt das Kontaktformular drauf. Aber keine Telefonnummer, keine, wenn jetzt irgendwas Dringendes ist, rufe ich immer an. Das haben wir jetzt hier nicht, da muss ich wahrscheinlich runterscrollen und ja, da haben wir die dann. Genau. Gut. Also. Und auch nicht, nehme ich das mit. Also. Ja, also gut. Es gibt auch kein Call to Action oder irgendwas. Und wir haben hier den Betreff, den man unbedingt ausfüllen muss. Na gut. Also ja, alles in allem übersichtlich. Ums Netz. Das ist eine übersichtliche Seite, aber man wird halt so ein bisschen im Stich gelassen. Ja. Gut, aber du bist, das muss man auch fairerweise dazu sagen, du bist jetzt hier deutlich schneller zu der Leistung gekommen. Das stimmt. Du bist deutlich schneller dahin gekommen, dass die Leistung angeboten wird. Das tatsächlich. Stimmt, ja. Ne? Ja, kurzes Fazit, Zwischenfazit, auf beiden Seiten noch deutlich Potenzial. Deutlich. Okay, kommen wir mal zur zweiten Aufgabe. Yes. Auch hier haben wir wieder jemanden aus dem Handwerk. Mhm. Ja, Garten, Landschaftsbau, klassische Handwerksbranche. Wir wissen auch hier, die haben jetzt gar nicht so sehr das Problem, dass sie verkaufen müssen, sondern die müssen halt Mitarbeiter finden. Ja. So, also, Pascal, bewirb dich doch mal wieder. Ja, gerne. Also, finde heraus, welche Stellen frei sind. Und finde vor allem heraus. Sehe schon, nächste Woche habe ich ganz viele Bewerbungsgespräche. Ja, absolut. Ob dein Jobprofil dazu passt. Okay. Also stell dir vor, du bist jetzt ausgelernter Gärtner. Ja. Vielleicht bist du Experte in Hochsicherung. Unsicherung wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. Und finde doch mal heraus, ob Stellen frei sind und ob dein Jobprofil dazu passt. Dann fangen wir jetzt mal mit dieser Seite an, also Baumfällung in Schäfer. Okay. Hier. Denke ich, fanden wir beide schon mal gut, dass wir hier direkt, zack, relativ präsent. Okay, dann öffnet sich aber erstmal was. Okay, es öffnet sich so ein kleines Fenster, Mode. Mhm. Dann steht hier, was die suchen. Vorarbeiter, Baumpfleger, Maschinenführer, Quereinsteiger. Und dann kann man hier zur Online-Bewerbung kommen. Mhm. Okay. Jetzt kommt man direkt zum Kontaktformular. Es ist ein anderes Kontaktformular als bei den Kontaktanfragen. Es ist genau, wir haben hier wirklich komplett Vor-, Nachname, Ort, welche Vorbildung hast du, welche Qualifikationen, teile uns mit, warum du die richtige Person bist. Aber die Auswahlfelder gehen über die ganze Breite, das erschlägt mich total. Ja, aber was mir nicht klar wird, was habe ich denn jetzt für Vorteile? Genau. Ich komme zum perfekten Job, aber warum? Also warum ist der perfekte Job? Hier steht ganz, okay, übertarifliche Bezahlung, langfristige Beschäftigung und moderner Maschinenpark. Das war's. Und es ist cool zu arbeiten da. Und sie suchen coole Leute. Genau. Ja, also auch hier wieder, ne? Und ich weiß jetzt gar nicht wirklich, welcher Job denn noch frei ist. Ich meine, ja, es steht hier. Genau, Vorarbeiter, Baumpfleger, Maschinenführer. Das ist mir zu wenig. Nee. Also. Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du bist Fachagrarwirt für Baumpflege.
Ja, wähl das doch mal aus. Kann ich ja mal draufklicken. Genau so. Und jetzt hast du natürlich mehrere Führerscheine und noch eine Motorsägenausbildung. Ganz klar. Ja, bei deiner, ja. Das würdest du jetzt bei weiteren Qualifikationen ja auswählen. Okay, ich kann erstmal nur eins. Dann muss ich wahrscheinlich hier, aha, mit der Taste, die ich... Genau, mit der Shift-Taste, ne? Heißt, genau. Aber okay, das ist anstrengend. Das ist super, super anstrengend. Einfach eine Checkliste, dann zack, 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 ja. Einfacher. Und, naja, würdest du sagen, du hast hier, also hier steht zwar, das sind die coole Leute suchen, die auch ins Team passen, das muss ja ein sehr cooles Team sein. Auf jeden Fall. Aber hast du das Gefühl auf dieser Jobseite, dass es sehr cool ist? Auf dieser Seite auf keinen Fall. Ja, nee. Also das fehlt. Man hat ja gar nichts. Können ja nochmal hier bei Warum Wir schauen. Ich wurde auch ehrlich gesagt gerade ziemlich erschlagen. Ich dachte, ich gehe auf Stellenangebote und dann kommt erstmal eine Beschreibung, das Team, aber zack, bewirb dich. Ja, genau. Das war so ein bisschen so, okay. Die Überleitung ist einfach sehr, sehr hart. Ja, zum Glück bei über uns sieht man okay, so das ein Team. Das aber das hätte gut. Man auch auf die Karriereseite packen können dann. Ja. Fehlt da total, ne? Ja. Oder halt auch umgekehrt. Na, hier wird Teil des Teams ja. Bei über uns. Also, dass man da ja, guter Punkt. Steht. Ja, sehr gut. Okay, gut. Dann wechseln wir doch nochmal und hoffe, dass es bei der Seite besser ist. Genau, Baumfliege Fay. Wir gehen nochmal auf die Startseite. Okay. Und hier haben wir auf jeden Fall keinen Störer. Wir haben auch in der Navigation keine Jobs. Also gucke ich dann immer ganz unten. Okay. Ja, vielleicht bei über uns. Vielleicht bei über uns. Wo ist denn über uns? Es gibt keinen über uns. Es gibt keinen über uns. Dann vielleicht Kontakt. Ich würde jetzt zwar fragen, gibt es überhaupt Jobs, aber ich lasse mich gerne nochmal überraschen. Aber ich glaube... Guck mal, hier hatten wir das Team. Vielleicht gibt es hier einen Button. Nee. Vielleicht bei Kontaktieren Sie uns. Nee. Vielleicht bei Impressum. Eigentlich lasse ich mich länger hängen. Es gibt keine. Es gibt keine. Es gibt keine Jobseite. Ich weiß nicht, ob es Stellenanzeigen gibt. Wir haben hier eine wirklich schön gemachte Webseite, die dich inhaltlich leider... Überhaupt rumpeln lässt. Ja, also überhaupt nicht... Ja, es gibt keinerlei Möglichkeit, sich zu bewerben. Und da muss man dazu sagen, auch aus SEO-Sicht, mhm. Ja, Google weiß natürlich auch, was ein entsprechend seriöses Unternehmen alles so anbietet. Und dazu zählen natürlich auch Jobausschreibungen. Klar, ganz klar. Ja, Karriereseite, über uns Seite fehlt hier leider komplett. Okay, dann hast du die Aufgaben mehr oder minder gut erledigt. Ich glaube, das war bis jetzt die schlechtesten. Von dem, was wir bisher geprüft haben, oder die Aufgaben waren natürlich auch dementsprechend erstellt. Ne? Okay, dann haben wir die Geschmacksprobe beendet und wir kommen zu meiner Lieblingsrubrik. Fein filetiert. Jetzt unsere bin ich jetzt mal gespannt. Website und SEO-Analyse. Also, ich will es gar nicht so lang machen. Wir steigen mal einfach ein bisschen ein, was wir so haben. Wir können uns mal anschauen. Baumfällung Schäfer hat ein OVI von 0,09, ist also kaum sichtbar mit irgendwelchen Keywords und Baumpflege Fay 0,02. Vielleicht für Leute, die das nicht wissen, was ist OVI? Genau, der OVI ist der Sichtbarkeitsindex. Das bedeutet, wie gut deine Webseite insgesamt bei Google auffindbar ist. Also okay. Für verschiedene Suchbegriffe und wie weit die Suchbegriffe oben ranken. Genau, daraus setzt sich der OVI zusammen. Und der beste Wert ist? Oh, der beste Wert, den hat, glaube ich, Amazon mit irgendwas über 1 Million, keine Ahnung, oder Wikipedia. Okay, so hoch geht das. Ich dachte, das wäre jetzt vielleicht nur von 0 bis 1. Nein. Das ist, glaube ich, das ist nach oben hin offen. Okay. Genau. Man kann auch tatsächlich, man muss dann immer innerhalb der Branche schauen und vergleichen. Also hier jetzt wäre zum Beispiel Baumpflege oder Baumfällung Schäfer mit 0,09 etwas besser als Baumpflege Fay. Aber beide sind so gut wie unsichtbar. Ja. Ja. Wir können uns auch mal die Keywords angucken. Die habe ich mal rausgesucht. Baumpflege Fay
rankt dafür zum Beispiel Landschaftsbau Kerpen auf Position 13, also schon Seite 2 bei Google. Ui. Ja, und wir wissen ja, es gibt fast keine bessere Möglichkeit, als eine Leiche zu verstecken, als Seite 3 bei Google. Also da ist man schon fast da. Baumpflege Köln, Platz 17. Und Wurzelfräse, Platz 36. Ui, das ist wahrscheinlich schon Seite 4, oder? Ja, das ist schon Seite 4. Dann haben wir bei Baumfällung Schäfer haben wir Wurzelfräsen Köln. Mhm. Zumindest mal das bessere Keyword. Ne? Mhm. Weil, sagen wir ganz ehrlich, Wurzelfräse sucht ja, wer sucht das? Das sucht ja nur ein eigener Gärtner. Ja. Das sucht ja nicht tatsächlich der Kunde, der sucht ja nicht eine Wurzelfräse, sucht ja, wenn, dann Wurzelfräsen Köln. Und selbst dann sucht der, was hatten wir eben gesagt? Baumstumpfentfernung. Ja. Oder Äste weg. Oder Äste weg, genau. Naja, okay, wir machen weiter bei Baumfällung Schäfer. Keywords Wurzelfräsen Köln auf Platz 2, das ist sehr gut. Baumfällungen generell auf Platz 11 und Baumpflege Köln auf Platz 13. Das sind so die Top-Keywords. Also nicht wirklich viel und nicht wirklich gut. Technisch setzen beide Seiten, es sind beides WordPress-Seiten. Also ich fange mal mit den Gemeinsamkeiten an. Beide haben keinerlei Backlink. Oh. Ich glaube, irgendeiner von beiden hatte einen Backlink. Also hier ist definitiv Potenzial nach oben. Ich sage nur, Leute, tragt euch in den lokalen Verzeichnissen ein. Das macht definitiv Sinn. Oder hört euch die letzte Folge an. Da haben wir über Sponsoring gesprochen. Dann bei beiden keinerlei Auffälligkeiten hinsichtlich Indexierung. Also da sind keine großartigen 404-Fehler. Die Seiten sind soweit aufrufbar. Ich habe auch PageSpeed angeschaut. Du hast es eben schon gemerkt, bei beiden ist der PageSpeed okay. Tatsächlich ist er bei Baumpflege Fail sogar etwas besser. Echt? Obwohl die Seite langsamer lädt. Okay. Das liegt aber daran, dass die eine schlechte Time-to-First-Byte haben. Für die, die das jetzt nicht wissen, die Time-to-First-Byte heißt, wie schnell der Server reagiert. Das heißt, die Seite lädt schnell, aber der Server reagiert. Es dauert erstmal eine ganze Weile, bis was passiert. Dann passiert es aber schnell. Ja, okay. Das ist ein Problem, das kann man super easy beheben. Also Server wechseln. Ja, nicht unbedingt, muss gar nicht. Ich würde einfach gucken, ob die, also es gibt dann mehrere Sachen, die man machen kann, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Das ist einmal die Heartbeat-API von WordPress, die man richtig einstellen muss. Okay. Oder zum Beispiel, dass man mal in die PHP-Konfiguration des Servers reinschaut. Das sind eigentlich easy fix. Ja, okay. Also in der Regel kann man das relativ einfach lösen. Gerne da auf uns zukommen, wenn da mehr Bedarf ist. Nee, aber ansonsten, wie gesagt, ist der PageSpeed okay bei beiden. Da ist also auch kein Unterschied. Und ja, ich würde dann mal einsteigen. Warum? Wir nehmen uns mal erstmal Baumpflege Fay vor, was die so richtig machen, was die so falsch machen. Also richtig, haben wir schon gesagt, Design. Interne Verlinkung, ja, auch super. Ne? Ich habe hier sehr, sehr viele interne Links, das ist toll. Aber wir haben auch gut Title-Meta-Descriptions, beides da, ja, auch individuell geschrieben, allerdings mit ein paar Rechtschreibfehlern. Okay. Da muss man natürlich drauf achten, gerade wenn es dann nur so irgendwie 160 Zeichen gibt, sollten die schon richtig sein. Die Inhalte haben wir auch schon gesehen. Dann gehen wir hier auch zu Wurzelfräsen. Die Inhalte sind da, die sind nur nicht gut strukturiert. Also da muss man halt irgendwie ein bisschen mehr, ja, vielleicht mit Listen arbeiten, noch ein bisschen mit Fettungen, genau. Ja, einfach hervorheben, was hervorzuheben ist. Genau. Und ja, ein bisschen problematisch ist auch so eine falsche Keyword-Ausrichtung. Also hier wird halt über Wurzelfräse gesprochen. Wenn ich wirklich den Fachbegriff kenne und ich suche jemanden, der Wurzel... Ich kann es ihn bis heute nicht. Genau, weil selbst dann würde ich nach Wurzelfräsen köcheln und nicht nach der Wurzelfräse. Ja. Also hier, das macht keinen Sinn. Und auch hier, so funktioniert die Wurzelfräse. Ja, aber mal irgendwie darüber zu sprechen, dass der Baumstumpf... Hier ist wenigstens Wurzelentfernung. Ja, das ist dann noch gut. Aber auch hier, wenn man für Köln, wenn man für Kerpen irgendwie ranken möchte, wenn man fürs Umland ranken möchte, fehlt hier komplett, also hier fehlen einfach tatsächlich lokale Seiten oder lokale Identifier. Ja, da ist einfach leider sehr viel SEO-Potenzial verschenkt. Dann schauen wir uns Baumpflege oder Baumfällungen Schäfer an.
hier, und das ist tatsächlich sehr spannend, fehlen tatsächlich Standard-SEO-Basics wie eine Meta-Description. Oh. Es gibt einfach keine Meta-Descriptions auf den Seiten. Und da habe ich gedacht, okay, das kann natürlich passieren, wenn man so gar nicht sich mit dem Thema Online-Marketing beschäftigt, aber wir sehen auch hier, klar, und das kommen wir mal zum Inhalt, also SEO-Basics, wie gesagt, ausbaufähig, Inhalte, auch ausbaufähig, gehen wir nochmal auf die Leistung, auch hier nochmal Wurzelfräsen, um einen direkten Vergleich zu haben. Hier haben wir Wurzelfräsen, das Wort ist auch drin, wir haben auch ein Bild dazu. Aber hier fehlt es natürlich an allem, an Zwischenüberschriften, Textgestaltung, weiteren Bildern, Leistung, irgendwas. Das hatten wir ja schon. So, dann habe ich gedacht, okay, vielleicht haben die sich ja gar nicht mit dem Thema SEO oder Online-Marketing beschäftigt. Das ist ja, kann ja sein. Da ist mir aber was aufgefallen, das fand ich total spannend. Die haben super viele Seiten gebaut. Okay. Zu den ganzen Ortschaften, in denen sie tätig sind. Mhm. Also, es gibt dann Wurzelfräsen Köln. Es gibt Baumfällungen Frechen, Baumfällungen Bethburg. Du siehst es oben in der URL. Die URL ändert sich. Aber dann nur das Wort. Es ändert sich wirklich nur das eine Wort. Und das ist halt sowas von oldschool. Ich fand es total spannend, dass sogar sich der Titel, der Dateiname und der Alt-Text des Bildes ändert. Also selbst Bilder reden sie da an der Stelle. Aber das Bild ändert sich nicht. Ja, also sie versuchen hierüber über so eine einfach Masseninstallation von Seiten, die alle sich nur in einem Wort unterscheiden, versuchen sie dann Local SEO zu betreiben. Also und gut gedacht, schlecht gemacht. Ja, genau. Also der Ansatz ist da, dass man das machen muss, aber die Umsetzung auch hier wieder, das war auch 2015 schon nicht mehr gut. Das hätte man nicht machen sollen. Das ist natürlich massiv viel Near-Duplicate-Content, der da erstellt wird und das funktioniert auch nur komplett mäßig. Also wir sehen es ja, da ist viel Arbeit reingeflossen, aber wirkliche Sichtbarkeit erzeugt es nicht. Nee. In ganz vereinzelten Fällen, wie halt der Wurzelfräsen Köln, da funktioniert es, aber das ist halt einfach zu wenig und das macht man auch nicht mehr. Und auch diese Schlagwörter im Footer, die bringen halt gar nichts. Ja. Auch hier wieder, ich fand das gut, wie du es gesagt hast, gute Idee, aber schlechte Umsetzung. Ja, und bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, würde ich dich einfach mal fragen, bei welchem Anbieter würdest du denn jetzt bestellen oder anrufen? Gute Frage. Tatsächlich finde ich, finde es schwierig. Wir hatten ja davor mal geredet und hatten gesagt, so was ist ausschlaggebend. Und ich persönlich finde immer das Design. Das heißt, wenn das Design schön gemacht ist, wo haben wir jetzt hier, haben wir die Seite noch offen? Ja, das war sie, glaube ich, gerade, auf der du warst. Ah ja, okay. Genau, hier ist das Design ja sehr schön. Das heißt, wahrscheinlich würde ich mich für die entscheiden, einfach weil der erste Eindruck, der ist entscheidend und der catcht mich dann doch. Ja. Aber es war dann doch relativ schwer zu finden, was ich wollte. Also bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich mich jetzt wirklich für die entscheiden würde. Ich finde es total spannend, dass du das sagst. Weil, seien wir ganz ehrlich, du hättest wahrscheinlich, wenn du nach Wurzelfräsen Köln gesucht hättest, hättest du wahrscheinlich Baumfällung Schäfer schneller gefunden. Ja. Aber obwohl Baumpflege Fay dahinter rankt, du die nicht so schnell gefunden hättest, macht das alleine vom Design her. Genau, ich hätte mich wahrscheinlich dann für die entschieden. Finde ich total spannend, weil da sieht man halt, dass Design so ein wichtiger Impact auf die Kaufentscheidung sein kann. Es geht nicht nur darum, gefunden zu werden, sondern auch, dass das Design stimmt. Ja. Aber bei beiden, also Baumpflege Fay, ihr macht einen super Job, was Design angeht. Unbedingt. Ey, tut doch was, dass ihr gefunden werdet auch und tut noch ein bisschen was dafür, dass ihr mal ein bisschen Vorteilskommunikation betreibt. Unbedingt. Und Baumfällung Schäfer, macht doch anständige SEO und arbeitet ein bisschen am Design, dann wird das auch noch richtig gut. Ja. Und auch hier Vorteilskommunikation. Ja, warum das Ganze, nicht nur was, sondern auch das Warum soll ich denn mich bei euch melden? Ja. Und warum soll ich mich bei euch bewerben? Auch ganz wichtig. Okay, also kommen wir nochmal zum kleinen Fazit hier.
achtet auf die richtige Schreibweise, wenn ihr Keywords reinpackt und wenn ihr über Text schreibt. Also ne, hier einfach auf den User, was sucht der User denn? Mhm. Dann, wir sehen, dass Oldschool-SEO immer noch funktioniert. Also es gibt halt einzelne Rankings, aber es funktioniert super schlecht. Mhm. Und die Arbeit, die da reingeflossen ist, ja, wobei immer das Wort austauschen, na gut, so viel Arbeit ist auch nicht reingeflossen. Das lässt sich deutlich besser lösen. Ja. Da lässt sich einfach was machen. Und Design, wichtiger Faktor, wenn es um das Thema Kaufentscheidung geht. Ja, wahrscheinlich sogar der wichtigste. Ja, in dem Fall auf jeden Fall. Ja. Okay, prima. Ja, cool. Dann haben wir die Rubrik beendet und wir kommen zum nächsten Thema. Ja. Messer und Gabel. Ja, spannend. Heute darf ich mir was vorstellen. Du hast uns was mitgebracht. Genau. Ich habe heute zwei Tools für euch. Und zwar geht es darum, Ton zu verbessern. Ton ist wichtig, weiß jeder in Videos. Aber man hat vielleicht nicht immer das beste Mikro dabei oder man hat Störgeräusche im Hintergrund oder. Also, als ich heute zu dir gefahren bin, war da eine echt laute Baustelle vorhin. Okay. Und da habe ich mal was Kleines aufgenommen, um einfach mal das zu testen. Ich sag mal ganz kurz, wie die Programme heißen. Das ist einmal Adobe Podcast AI. Okay. Und dann haben wir noch Audio Studio. Okay. Und also, was kann ich jetzt genau damit machen? Ich kann meinen Sound verbessern? Genau. Wie muss ich mir das vorstellen? Du lädst, ich zeig dir mal ganz kurz, was ich aufgenommen habe. Okay. Denn wenn wir was machen, dann machen wir keine halben Sachen. Also habe ich mal wirklich einen richtig schlechten Ton genommen. Okay. Hören wir doch einmal ganz kurz rein. Ich bin hier gerade neben einer Baustelle. Ich denke, ihr könnt hören, es ist sehr laut. Mal gucken, was die Tools damit machen können. Ganz genau. Boah, das war schon, das tut weh. Hart, oder? Boah, das war... Ja. Okay, also Fakt ist, neben einer Baustelle bitte keine Videos genau. oder... deswegen. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Aber was die Programme können sollen oder zumindest versprechen, so etwas clean zu machen. Das heißt, die ganzen Hintergrundgeräusche komplett zu entfernen. Und das klappt? Mehr oder weniger. Okay. Also das war jetzt ein sehr extremes Beispiel. Es ist nicht perfekt, aber ich finde, dafür, dass es wirklich so schlimm ist, finde ich es echt gut geworden. Wir können ja mal reinhören, wie sich das jetzt anhört. Wir fangen jetzt an mit Adobe Podcast AI. Okay. Hier habe ich die Bezahlversion. Okay. Das heißt, hier kann ich auch noch die Stärke einstellen. Das kann ich in der Gratis-Version nicht, aber es gibt eine Gratis-Version. Es gibt eine Gratis-Version. Das ist toll. Genau. Und dann hör doch gerne mal und was sagst du dazu? Ich bin hier gerade neben einer Baustelle. Ich denke, ihr könnt es hören, das ist sehr laut. Mal gucken, was die Tools damit machen können. Okay, also deutlich besser, was den Hintergrundsound angeht. Genau. Deine Stimme klingt aber teilweise roboterhaft. Roboterhaft und ich finde ein bisschen Englisch. Ja, hast du recht. Am Ende geht es irgendwie ins Englische rüber. Und das ist einfach leider das Problem momentan bei dieser Software. Es ist eher für englische Stimmen perfektioniert. Und die Deutschen haben dann noch ein bisschen das Nachsehen. Okay, verstehe. Aber ich sag mal so, wenn man wirklich schlechten Sound hat und man muss den irgendwie retten, ey, das ist nicht schlecht. Finde ich okay. Und wie gesagt, es war jetzt ein Extrembeispiel. Probiert es ja gerne mal aus. Es ist kostenlos. Kann man mal ausprobieren. Dann kommen wir zur nächsten Software. Die ist auch bis 20 Minuten pro Monat kostenlos. Okay. Und danach kostet die, lass mich nicht lügen, 10 Euro im Monat. Wenn man findet man auf mehr der Webseite. Will. Genau. So, und dann hören wir mal hier rein. Einmal nur ganz kurz die 1-2 Sekunden das Original nochmal. Hier gerade neben einer Baustelle. Boah, das tut weh. Das tut echt weh. Und dann hier auch einmal die verbesserte Version. Ich bin hier gerade neben einer Baustelle. Ich denke, ihr könnt es hören, das ist sehr laut. Mal gucken, was die Tools damit machen können. Okay, also ich finde vom Hintergrundgeräusch ist noch ein bisschen mehr schlechter. Genau, es ist ein bisschen mehr da. Aber die Stimme ist echter. Ja. Jetzt haben wir natürlich bei 85. Was passiert denn, wenn wir auf 100 gehen? Das Coole an diesem Programm ist, bald, noch nicht, aber bald soll es auch Echo reduzieren können. Man kennt es ist so heiß. Genau. So, jetzt haben wir auf 100% gemacht. Mal gucken, was er jetzt daraus macht. Ich bin hier gerade neben einer Baustelle. Ich denke, ihr könnt es hören, das ist sehr laut. Mal gucken, was die Tools damit machen können. Cool. Okay, Hintergrund ist komplett weg, aber hier wieder leider an der Stimme ein bisschen verändert. Aber nochmal, das war jetzt ein extremes Beispiel. Genau, sehr extrem. Nehmt bitte nicht
euren Sound auf Baustellen auf. Aber cool, also ja. Super, super Hinweis. Und wenn ihr das an Baustellen macht, dann mit einem Ansteckmikro. Also wir wiederholen nochmal, das ist Audio Studio. Genau. Und Adobe Podcast AI. Cool, ey, super, super Hinweis, danke dir. Gerne. Ich habe auch noch was mitgebracht. Sehr cool. Und zwar ein kleines Marketing-Häppchen. Und auch hier möchte ich nochmal einfach auf die Folge eingehen. Wir haben es jetzt bei beiden, unseren Kontrahenten, wenn man so möchte, haben wir es festgestellt, Textgestaltung. Ich möchte einfach über das Thema Textgestaltung sprechen. Mhm. Tut mir einen Gefallen. Wenn ihr Websites betreibt, wenn ihr längere Social-Media-Postings macht, denkt darüber nach, wie ihr eure Texte gestaltet. Ich bin kein Fan, aber schaut euch mal an, wie eine große Boulevardzeitung das macht in Deutschland. Wirklich, wenn es wirklich darum geht, wie man Text gestaltet, ist das einfach ein gutes Beispiel. Achtet darauf, wenn ihr Text gestaltet, Listen anzulegen, Fettungen zu nutzen, Kursiv, Text mal in Kursiv darzustellen, wenn ihr irgendwie gesprochenes Wort darstellt. Wichtige Punkte zu unterstreichen. Ja, man kann Absätze bilden, bitte keine ewig langen Textwüsten. Man sollte mindestens nach 8 Zeilen einen Absatz machen, eher sogar vorher. Arbeitet mit Zwischenüberschriften, so dass man im Internet auch wirklich schnell überfliegen kann, wo man hin möchte und sich dann dort einen kurzen Text durchliest. Also viele Zwischenüberschriften. Arbeitet mit interaktiven Elementen. Mal was aufklappen. Also einfach, dass es nicht so komplett langweilig ist. Das ist eigentlich mein Marketing-Häppchen. Also viel Abwechslung empfiehlst du, höre ich das richtig raus? Ja, genau. Also das muss Spaß machen, Text zu lesen. Das heißt wirklich, wir sagen immer, so viel oder so wenig Text wie möglich und so viel wie nötig. Mhm. Ja, und diesen Text muss ich dann halt einfach gut gestalten, mal in Spalten aufteilen, mal in Abschnitte aufteilen, Zwischenüberschriften dazu packen. Also all diese Sachen, die halt dann wirklich Lust machen, so einen Text zu lesen. Genau. Und auch achtet auf den Zeilenabstand, dass das nicht zu nah beieinander ist, weil sonst sieht es einfach nach Textwüste aus. Genau, hier ist... Ja, hier ist einfach alles falsch gemacht. Der Absatz ist zu lang, es gibt keine Fettung, es gibt keine Listen, es ist schlecht zu lesen, weil der Hintergrund... Du hast einfach stört. Ich würde einfach weiter scrollen, weil ich... Das ist so anstrengend. Nicht wirklich Lust zu lesen dann. Die Zeilenlänge ist viel zu lang. Ja. Ja, von links bis nach rechts, das ist ewig lang, anstelle da irgendwie so 2 kleinere Paragraphen draus zu machen. Ja. Also achtet bitte auf sowas. Es geht nicht nur um die Bildauswahl und es geht auch nicht nur darum, was ihr schreibt, sondern wie ihr das darstellt. Weil ihr gebt euch ja Mühe mit den Texten, hoffe ich zumindest. Und dann, es scrollt halt jeder nur drüber, wenn ihr sowas hier macht mit solchen Texten. Genau. Genau, das ist mein Marketing-Häppchen. Cool, danke dir. Ich würde sagen, haben wir es auch schon wieder. Sind wir schon wieder am Ende. Ja, und wieder Punktlandung. Ging richtig schnell. Hat Spaß gemacht, war kurzweilig. Ich finde das cool mit den, mit den Vergleichen. Fand ich auch. Ja. Das müssen wir öfter mal. Das machen wir nochmal. Ja. Vielleicht vergleichen wir auch mal so Instagram-Accounts oder so. Das wäre da was. Das ist ja auch cool, oder? Das machen wir. Oh, ich merke jetzt schon, ich höre die Shitstorms schon. Wenn ihr eure Kommentare loslassen wollt und oder aber Vorschläge habt, welche Instagram-Accounts, welche Marketing-Kampagnen, welche Websites wir auseinandernehmen sollen, dann schreibt uns. Ja. Das könnt ihr machen bei Instagram, TikTok. Oder per E-Mail. Genau. Nämlich an moin@marketingmetzger.de. Marketing-metzger.de. Und nochmal der TikTok-Handle, @marketingmetzger. Oder ihr könnt es auch bei Zoda Picture und Zoda Media im Internet finden. Genau. Oder vielleicht seht ihr uns ja mal irgendwann in Köln, wer weiß. Ja. Ja. Oder in Düsseldorf. Ja. Oder in Berlin. Oder in Hamburg. Ja. Oder New York. Wer weiß das schon. Wir sehen und hören uns in der nächsten Folge. Dann machen wir so. Bis dahin, macht's gut, ihr. Ciao.